Hi, mein Name ist Master Jam und ich bin die Stimme hinter lustige Witze auf YouTube. Herzlich willkommen zur 100. Folge. Intro. Eigentlich habe ich mir für die 100. Folge einen richtig coolen Sketch überlegt, der aber aus Gründen gerade leider für mich nicht umzusetzen ist. Vielleicht hole ich es bei der 150. oder 200. Folge nach. Mal gucken. Trotzdem als kleinen Bonus und um diese Folge ein bisschen besonders zu machen, möchte ich euch ein paar Fakten über dieses Format erzählen. Deshalb Fakt 1. Dies ist die 100. Folge von Lustige Witze. Folge 1 erschien damals am 13. Februar 2015 und war eigentlich als Testfolge gedacht. Fakt 2. Die ersten 4 Folgen hatten noch ein ganz beschissenes Design. Ab Folge 5 habe ich es abgeändert, sodass es schöner und beim Schnitt weniger aufwendig ist. Ab Folge 65 habe ich es nochmal geändert zu dem, wie wir es heute kennen. Fakt 3. Folge 62 existiert nicht auf meinem Kanal. Diese Folge war eine Community-Parodie und wurde von Fans hochgeladen. Ich habe sie zu meiner Playlist hinzugefügt und einfach bei Folge 63 weitergemacht. Fakt 4. Ich habe 2 Zuschauern von mir, welche sich freiwillig auf Twitter gemeldet haben, einen ziemlich beschissenen Auftrag gegeben. Dafür kann ich euch jetzt sagen, in den ersten 99 Folgen wurden insgesamt 2521 Witze erzählt. Ja. An die beiden, die gezählt haben, vielen herzlichen Dank dafür. Ihr bekommt von mir als Dankeschön ein... Nein, jeder eine. Von diesen wunderbaren Autogrammkarten mit meiner Hackfresse drauf. Hängt sie besser so rum auf, dann müsst ihr mich nicht die ganze Zeit anstarren. Und diese Buttons hier, die ich eigenhändig produziert habe und von denen es nur 5 Stück existieren. War das ein Satz? Ich hoffe, ihr freut euch. Vielen Dank. Fakt 5. Lustige Witze ist damals nur entstanden, weil ganz viele YouTuber auf einmal angefangen haben, 2 Videos pro Woche hochzuladen. Und ich dachte mir, okay, da musst du jetzt mitziehen. Aber was kannst du machen, ohne dass es jetzt groß aufwendig ist? Am besten etwas, wo du nicht mal eine Kamera für aufstellen musst. Ja, und nach wenigen Wochen wurde das hier zu meinem beliebtesten Format. Und jetzt mache ich fast nur noch das. Fakt 6. Lustige Witze wird über viele Wochen vorproduziert. Es ist echt so, dass ich mich immer 2 Wochen lang jeden Tag 8 Stunden dahinsetze und keine Ahnung, irgendwie 16 Folgen oder so in einem Stück fertig mache. Das sind dann 4, 8, 12, 16, 4 Monate, in denen ich dann nichts machen muss. Ja gut, ich muss ja dann in der Zeit auch wieder vorproduzieren, wenn es wieder soweit ist. Aber für die Projekte, auf die ich richtig Bock habe, für die ich richtig viel Liebe und Energie anwenden möchte, kann ich mir dann Zeit nehmen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel Zeit nehmen für Sachen wie Kurzfilme oder Musikvideos oder auch wichtige Sachen wie meine Abschlussprüfung, die ich im Mai schreibe, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass der YouTube-Algorithmus meinen kompletten Kanal zerstört. Marty und ich machen übrigens gerade ein neues Musikvideo. Wollt ihr mal reinhören? Fakt 7. Lustige Witze gab es 2013 schon mal auf meinem Zweitkanal. Dort habe ich 2 Folgen hochgeladen und stand dort sogar noch vor der Kamera. Diese Folgen finde ich so furchtbar, dass ich sie nicht mal zu der Reihe dazu zähle. Fakt 8. Die erste Folge Lustige Witze habe ich während eines Schultages bearbeitet. Ich habe sie im Unterricht geschrieben, in der Pause eingesprochen und im Unterricht geschnitten und bearbeitet und auch hochgeladen. Ja, so viel Aufwand steckt hinter diesem Format. Fakt 9. Sorry, das muss ich jetzt ablesen. Alle Folgen Lustige Witze wurden insgesamt 4.730.376 Mal angeschaut. Sie haben insgesamt 121.256 Daumen hoch, 5.135 Daumen runter und 5.336 Kommentare erhalten. Mann, gerade mal so mehr Kommentare als Daumen runter. Kommentiert mal mehr. Oder gebt weniger Daumen runter. Abonniert meinen Scheißkanal. Fakt 10. Folge 43 war ein Re-Upload, weil sich jemand bei der Originalfolge bei einem Witz angegriffen gefühlt hat und ich diese entfernen musste. Und heute sage ich euch, wer. In dieser Folge habe ich einen Witz über jemanden gemacht, den ich jetzt leider nicht wiederholen darf und der meiner Meinung nach nicht mal beleidigend war. Nämlich über Jumbo Schreiner. Ja, Jumbo Schreiner, der Typ, der bei Galileo fürs Fressen bezahlt wird. Dieser Witz wurde damals auf Instagram geteilt und die Person, die den hochgeladen hat, hat Jumbo Schreiner darauf verlinkt. Daraufhin hat diese Person eine Nachricht von ihm bekommen, wo drin stand, entferne das sofort oder ihr hört von unseren Anwälten. Boah, Alter, wie asozial ist das denn bitte? Auf meine persönliche Nachricht hat er übrigens nicht mehr reagiert, aber irgendwann, wenn ich ihn persönlich treffen sollte, werde ich sagen, wie scheiße das von ihm ist. Denn irgendwo muss man auch über sich selbst lachen können. Ich weiß nicht, alles, was ich in diesem Format hier an Witzen mache, meine ich ja nicht böse. Ich meine, es sind Witze und irgendwo muss man halt wirklich über sich selbst lachen können. Und ich finde, so eine Aktion macht diese Person direkt sowas von unsympathisch. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Oder schickt ihm diese Folge auf die Pinnwand. Ich würde gerne mit ihm darüber reden. Ich möchte hier übrigens eine Sache mal ganz besonders klarstellen. Ich diskriminiere hier niemanden. Ich bin kein Rassist. Ich bin nicht homophob und auch nicht frauenfeindlich oder sonst irgendwas. Ich verarsche hier jeden. Das nennt man Humor.
schwarzen Humor. Und deshalb lustige Witze, schwarzer Humor Special in 3, 2, 1, los. Arzt, Sie haben noch 10 zu leben. Patient, 10 was? Monate? Jahre? Arzt, 9, 8. Wie viele Tote gab es beim letzten Bahnunglück? 75 und ein paar zerquetschte. Der 100-Meter-Sprint der siamesischen Zwillinge war sehr spannend. Es war ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Was bekommt ein Kannibale, wenn er zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. Treffen sich ein Blinder und ein Tauber. Sagt der Taube, ich kann diese behinderten Witze nicht mehr hören. Sagt der Blinde, sehe ich genauso. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Der Papst überlegt schon sehr lange, Selbstmord zu begehen. Ja, wieso auch nicht, wenn man sich beruflich verbessern kann. Was ist der Unterschied zwischen einem toten Fötus und einem Tisch? Einen Tisch kann man nicht ficken. Was macht man, nachdem man ein Taubstummes gefickt hat? Ihm die Hände abschneiden, damit sie es niemandem erzählen kann. Letzte Worte des Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Warum reisen siamesische Zwillinge gerne nach England? Damit der andere auch mal fahren darf. Was braucht man für die Wiedervereinigung der Beatles? Eine Pistole und zwei Patronen. Papa, Papa, was ist ein Transvestit? Fragt Mutti, der weiß das. Ein Panzer steht an der Kreuzung. Rechts steht ein Nazi. Links ist auch frei. Welche war Hitlers Lieblingspornokategorie? Showersex. Ein Satz mit 10 Wörtern und 4 Lügen? Ein ehrlicher Pole fährt nüchtern mit seinem Wagen zur Arbeit. Was ist lang, schwarz und stinkt? Die Schlange beim Arbeitsamt. Was ist fett, hässlich und stinkt noch viel mehr? Die gegenüber in der Schlange vom Arbeitsamt sitzt. Die ganze Geschichte, dass Jesus den Preis für unsere Befreiung der Sünden bezahlte, glaube ich irgendwie nicht. Seit wann bezahlen denn Juden? Warum fliegen Türken nicht zum Mond? Weil Ford noch keine Raumschiffe baut. Özil, Boateng, Gomez, Mustafi, Khedira, ist das die deutsche Nationalmannschaft oder die Nachtschicht bei McDonald's? Fuck. Wenn ein Schwarzer in den USA in einen zugefrorenen See einbricht, gibt es 2 Optionen. Er ertrinkt oder er wird wegen Einbruch erschossen. Männer haben viele Gene. Das Fortgehen, nicht heimgehen, trinken gehen. Frauen haben nur ein Gen, das auf den Sack gehen. Warum kann eine Frau beim Sex besser denken? Weil sie dann am Zentralrechner angeschlossen ist. Was ist teurer als eine Frau? Eine Ex-Frau. Was macht eine Frau nach dem Sex? Stören. Yo, ich hoffe, die 100. Folge Lustige Witze hat euch gefallen. Wie gewohnt werde ich weiterhin jeden Freitag um 17 Uhr eine neue Folge hochladen. Schreibt mir doch einen Kommentar und gebt mir einen Daumen hoch. Bis nächste Woche.